Wie ist das, wenn man ja merkt, dass man oder das merkt, dass man, dass sich so eine kleine Erkältung anbahnt, dass man ja schon ein bisschen angeschlagen ist? Würdest du dann eine kalte Dusche empfehlen oder ist es da eher kontraproduktiv? Ja, also ich sage generell, man muss differenzieren. Also Leute, die merken, dass sie schon so ein kleines Fieber haben oder eine erhöhte Temperatur, generell nicht. Also wenn man ein Fieber hat oder wirklich erhöhte Temperatur, bitte kein Eisbad nehmen, auch keine kalte Dusche nehmen. Da muss sich der Körper einfach erholen und das Fieber ist ja auch zu einem Grund da. Das ist ja, also was macht ja was sozusagen, ist ja da, um Bakterien eigentlich abzuwehren, abzutöten. Also es hat ja einen Grund, dann nicht. Und wenn man merkt, man hat jetzt nur so ein bisschen Schnupfen, ja, dann kann man, also wenn man sich danach fühlt, dann kann man das machen. Ich würde jetzt nicht Leute, die sozusagen noch nie einen Eisbad genommen haben, noch nie eine kalte Dusche genommen haben, ist wahrscheinlich nicht der beste Moment, damit anzufangen, wenn man nun gerade eine Erkältung hat. Wenn man eh schon das seit langer Zeit macht, Kälte für sich nutzt und man hat jetzt so einen Schnupfen und sich fragt, oh, soll ich das weitermachen oder nicht? Dann kann man auf sein Gefühl hören, also wirklich die eigene Intuition. Fühlt sich das jetzt gut an? Möchte ich das gerne machen oder möchte ich mich einkuscheln und einen Tee trinken? Und da einfach mal so ein bisschen auf den eigenen Körper lauschen, weil der weiß das eigentlich immer ziemlich genau, was nun gerade richtig ist. Ja, absolut nachvollziehbar. Wenn man schon länger dabei ist, dann ist es für den Körper ja wahrscheinlich auch nicht mehr so die starke Belastung, dass er auch, wenn er leicht angeschlagen ist, dann besser damit klarkommt. Ja.